Ja, ich glaube, wir hatten bisher schon einige gute Präsentationen oder viele gute Vorträge. Und jetzt gibt es eine Demo-Session, um zu schauen, was ist denn Mr. Map und wie kann Mr. Map genutzt werden, um Backends von Geoportalen abzulösen. Und das geschieht gerade in Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland. Markus, ich übergebe mal an dich. Und ja, die Bühne steht dir zur Verfügung. Ja, vielen lieben Dank, Atina. Ich glaube, ich brauche gar nicht viele Worte mehr zu mir zu verlieren. Du hast das sehr gut eingeleitet. Also fangen wir mal an mit einem kleinen Überblick, was euch in den nächsten 45 Minuten bis zur Q&A-Session erwartet. Am Anfang wird es ungefähr 5 Minuten mal darum gehen, wie wir eigentlich auf Mr. Map und GDIs schauen. Das erklärt so ein bisschen, glaube ich, ermöglicht ein bisschen zu erfassen, was Mr. Map eigentlich so leisten kann. Denn das ist tatsächlich, glaube ich, gar nicht so leicht zu verstehen unter Umständen. Danach werde ich übergeben an den Jonas und der wird dann was zu den technischen Änderungen erzählen, die seit dem letzten Jahr passiert sind. Also vielleicht hat der eine oder andere ja auch schon einen Vortrag vom Armin gehört, vom Armin Retterath im letzten Jahr. Und sind tatsächlich doch einige umwälzende Dinge passiert. Das heißt, wer die Software im letzten Jahr schon einmal gesehen hat, wird sich wirklich wundern, dass sie jetzt ein bisschen anders aussieht. Aber das hat alles gute Gründe. Und ja, danach im Anschluss wollen wir euch dann eben in Demo-Blöcken mal zeigen, was es jetzt eigentlich, ja, wie das Arbeiten mit Mr. Map aussieht. Wobei ich dazu sagen muss, das kann nur als ein Preview verstanden werden. Wir haben eben neue UI-Technologie im Herbst letzten Jahres eingeführt, mit der wir zwar sehr glücklich sind, aber hat dazu geführt, dass unsere UI eben ja, noch einiges an Schliff braucht. Aber wir wollen euch trotzdem gerne einen Einblick geben, was die Mr. Map 1.0-Version dann bieten wird. Also die 1.0er-Version ist noch nicht released. Wir hatten es eigentlich gehofft, wie so oft, aber es ist realistischer, dass die im Laufe dieses Jahres im Sommer runterzuladen sein wird. Im Demo-Bereich geht es dann eben zum einen um die API und das Registrieren von Ressourcen. Und ich zeige euch ein bisschen, wie man mit dem Karten-Editor arbeitet und zeige zuletzt noch den Security-Proxy und wie wir Ressourcen da absichern können. So, dann kommen wir mal zur Einleitung, um ein bisschen den Rahmen zu setzen. Ja, wie wir auf GDIs, Geoportale schauen und was Mr. Map in diesem Kontext eigentlich leistet. Ich habe mir mal hier erlaubt, den Begriff GDI-Ressource zu definieren. Das folgt jetzt keiner Konvention in dem Sinne, aber Mr. Map verfolgt dieses System und ich halte das halt für sehr, oder wir halten das eben für logisch und einleuchtend. Also wenn wir hier einmal mal im Kreis rumschauen, was wir hier haben, dann haben wir halt Dienste, ganz klar. Wir haben Kartendienste. Eine GDI hat immer WMS und WFS und Kataloge. Und natürlich bieten diese Dienste Daten an. Die bieten Vektordaten an in Form von Feature Types. Es gibt Layers, WMS-Layer, WMTS-Layer. Es gibt Metadatensätze, meistens im ISO-Format, Inspire-konform vielleicht, hoffentlich. Und wir haben dann noch nicht ganz zu vergessen, nicht wirklich Geo, aber wichtig in der GDI sind Organisationen. Das heißt, trägt eigentlich Verantwortung, wer darf was und wer ist für bestimmte Daten verantwortlich. Deshalb ist das Verwalten von Organisationsressourcen und Untereinheiten wie Gruppen extrem wichtig, um eine GDI betreiben zu können. Und da hat Mr. Map eben auch Funktionalität zu. Auf der rechten Seite haben wir dann zuletzt noch die Karten. Das heißt, man kann natürlich aus diesen ganzen schönen Daten und Diensten, die man da hat, dann auch thematische Karten für verschiedene Anwendungsszenarien erstellen. Und in dem Bereich spielt Mr. Map auch, möchte Mr. Map auch gerne einen Mehrwert bringen. Nochmal hier dieses etwas vielleicht
Ja, nicht so direkt eingängige Bild von der GDI.de ist es, glaube ich. Was dieses Bild eigentlich nur zeigen will, dass dieses Diagramm zeigt, ist, dass es Verbindungen gibt zwischen den verschiedenen Ressourcen. Also wenn wir eben hier auf der rechten Seite die Capabilities von einem WMS oder einem WFS haben, ne, dann verlinken die, natürlich weiß ein WMS, welche Layer er hat. Und diese Layer verweisen idealerweise auch auf Isometer-Daten, die Inspire-konform sind. Und dann taucht ja auch der Ausdruck Geodatensatz auf. Ja, also im Prinzip ist ja ein Datensatz etwas, was oberhalb von einem Layer oder einem Feature-Type liegt. Das heißt, ja, der bietet halt eben ISO-Informationen zu, ja, und verlinkt wiederum auf die dazugehörigen Layers und Feature-Types. Aber spielt in der GDI, wie wir sie uns vorstellen, eben eine ziemlich zentrale Rolle. Und wir haben natürlich auch noch Verlinkungen wiederum von den Dienstmetadaten auf den eigentlichen Geodatendienst. Ja. Und wir sehen, müssen wir gar nicht jetzt im Detail ganz genau weiter zerlegen, aber wichtig ist, das Ganze ist die Ressourcen sind mit Metadaten versehen und sie sind in einem Netzwerk organisiert und miteinander verlinkt. So, und jetzt diese Karte dieses Diagramm wird ein paar Mal auftauchen in der Präsentation. Deshalb lohnt es sich da jetzt einmal mit mir durchzugehen. Und zwar, was will Mr. Map jetzt eigentlich? Welche Bereiche hat Mr. Map? Mr. Map ermöglicht das Erfassen von Ressourcen. Ich kann WMS, WFS registrieren, ich kann CSWs harvesten, ich kann Metadaten editieren, weil der Metadateneditor momentan noch nicht verfügbar ist. Ich kann Karten editieren. Das wäre die Ressourcenerfassung. Ja. Wichtig ist aber auch die Ressourcensuche, dass ich räumlich und inhaltlich nach passenden Daten, die mich gerade interessieren, oder Diensten suchen kann. Mr. Map ist ein Ressourcenproxy, das heißt, er kann Dienste und auch den Zugriff auf Metadaten proxyen. Das ermöglicht zum einen eine Zugriffskontrolle, aber auch das Harmonisieren von Daten. Also ich kann zum Beispiel über diese Art und Weise gewisse Harmonisierungsschritte, die für Inspire notwendig sind, einschleusen. Auch denkbar angedacht, ob das jetzt zum 1.0er-Release gehört, weiß ich nicht unbedingt, aber wir können auch einen Protokollumsetzer machen, der dann eben WFS 1.1.1, 1.1.0 auf WFS 2.0 hieft und ähnliches. Wir haben persistente URIs, was ganz wichtig ist, um eben auch bei sich verändernden Servern im Hinterland eben einen zentralen Front-Controller bieten zu können. Wir bieten was für die, Mr. Map möchte den Betrieb und die QA unterstützen. Das heißt, es kann Dienste und Daten auf Konformität prüfen. Es kann monitoren, was die Uptime angeht, Zugriffszeit angeht und darüber auch eine Historie bilden. Und zu guter Letzt haben wir hier auf der rechten Seite noch die API, die halt auch sehr wichtig ist. Also Mr. Map hat halt eine REST-basierte, genau genommen eine JSON-API. Dazu wird der Jonas was erzählen später. Und diese API ist wichtig, weil sie natürlich uns erst ermöglicht, überhaupt die Funktionalität wie die Ressourcensuche für Portale wie das Geoportal ERLP, das wir ja beerben wollen, also als Backend beerben wollen und in Zukunft eingesetzt werden möchten. Dafür ist es halt ganz relevant. Aber auch für Verwaltungsprozesse, die Admin-Oberfläche, die ihr sehen werdet, oder GIS-Programme wie QGIS ist natürlich eine API-Schnittstelle. Extrem praktisch und relevant. So, ich hoffe, dass dieses Diagramm einigermaßen klar ist. Also es dreht sich eben alles um Ressourcen und wir haben eine API. Ja, und den Rest mal sehen, ich hoffe, dass der Vortrag oder die Präsentation euch ein Gefühl dafür vermitteln kann, was Mr. Map, was das jetzt konkret in der Praxis eigentlich bedeutet. So, und an dieser Stelle würde ich gerne, wenn keine direkt ganz dringenden Fragen sind, Atina, Nee, kannst irgendwas, direkt was, weitermachen. dann würde ich jetzt nämlich weitergeben an den Jonas, der sich vor allen Dingen auch federführend für die Architektur zeichnet. Kommen wir zu den Änderungen, die sich seit der letzten Vosges ergeben haben. Bei der letzten Vosges wurde noch ein Prototyp gezeigt, welcher rein Django-basiert gearbeitet hat. Das bedeutet, HTML-Seiten wurden auf dem Backend noch gerendert und anschließend erst ausgeliefert. Dies hat sich dahingehend geändert, dass unser Backend nun
ein reines Backend ist, in dem Sinne, dass es ausschließlich noch JSON-Files ausliefert. Diese JSON-Files müssen natürlich irgendwie grafisch aufbereitet dargestellt werden, damit ein Nutzer mit dieser Anwendung auch gerne arbeiten möchte. Bedeutet, wir brauchen auch eine Client, eine Frontend-Lösung. Dazu haben wir uns für React entschieden, da diese komponentenbasiert arbeitet und sich relativ leicht erweitern lässt, so. Nun habe ich schon gesagt, dass es JSON-Files bei uns im System gibt, die ausgeliefert werden. Um diese JSON-Files auszuliefern, beziehungsweise unsere REST-Schnittstelle zu implementieren, haben wir uns auf einen Standard geeinigt. Dieser Standard nennt sich JSON-API. Nun wird der ein oder andere von Ihnen vielleicht denken, JSON, ja, ich habe auch eine JSON-API. Und meine REST-API liefert auch JSON aus. Dazu gleich mehr. Als Beschreibungssprache für die REST-Schnittstelle zu beschreiben, wie sie technisch funktioniert, haben wir uns für OpenAPI entschieden. Dazu auch gleich etwas mehr. Zusätzlich haben wir unser Projekt vollständig dockerisiert, so nenne ich es jetzt mal. Sprich, unser Entwicklungsprozess sieht so aus, dass wir Docker-basierte Container haben, für das Backend, für das Frontend, um diese entsprechend auszuliefern. Das hat den Vorteil, jeder Entwickler hat genau das gleiche System, mit dem er entwickelt. Also auch weniger Probleme während der Entwicklung, da nicht irgendwelche Fehler auftreten können, die bei einer Lokalinstallation, wo es Abweichungen gibt, auftreten. Für die Produktivinstallation ist es genauso. Wir bieten an, eine Produktivinstallation mittels Docker zusätzlich als neues Feature, unabhängig von den technischen Änderungen, die unter der Haube passiert sind, ist der OWS Context Standard in unser Projekt mit eingeflossen. Sprich, Sie können jetzt in Zukunft Karten editieren, mittels Karteneditor, den wir eigens dafür entwickelt haben. Im Hintergrund werden von unserem System dann diese OWS Context Dateien ausgeliefert, welche dann wiederum von Karten-Clients entsprechend ausgewertet und dargestellt werden können. Nun etwas mehr zur JSON-API bzw. zu dem JSON-API-Standard. REST reicht doch als Standard, könnte man meinen. Nun, REST ist kein Standard, es ist nur ein Programmierparadigma. Das bedeutet, man sollte sich an gewisse Dinge halten, muss es aber nicht. Hier ein Beispiel. Man hat drei APIs, alle sollen REST-basiert sein, RESTful Services. Doch alle verwenden irgendwie einen anderen Suchparameter. Grundsätzlich erlaubt, denn es ist kein Standard, es ist keine Vorgabe, wie ein Suchparameter auszusehen hat. Das gleiche ist auch bei den Responses der Fall. Nehmen wir mal an, wir haben hier eine Response mit Buildings und darin sind sogar Links enthalten. Links verwendet man auch gerne in RESTful Services, um mit der Schnittstelle interaktiv zu arbeiten. Jetzt kann es aber auch sein, dass Links semantisch in einem anderen Projekt was ganz anderes bedeuten. Oder der Name oder Title oder Description. Und genau das versucht jetzt der JSON-API-Standard zu lösen. Er legt fest, wie eine Schnittstelle grundsätzlich zu agieren hat, im RESTful-Sinne. Ja? Das heißt, wenn wir ein Objekt erstellen wollen, dann geht das per PUT, HTTP PUT. Als Response kommt dann eine 202 zurück für erstellt. Würde der eine oder andere sagen, ja, ist doch klar, dass das zurückkommt oder ist doch logisch, dass man das mit einem Put macht. Nein, eben nicht.
Ja, also es wird REST-Schnittstellen geben im Internet, die genau nicht so arbeiten, weil es einfach nicht festgesetzt ist. Der JSON-API-Standard, ein erster Entwurf, wurde 2013 veröffentlicht. Die erste Version ist von 2015. Eine no Nachfolgerversion ist noch nicht veröffentlicht. Es gibt erste Entwürfe dazu von 2020, der letzte. Mehr gibt es dazu nicht. Also eigentlich schon ein relativ alter Standard. Alternativ könnte man auch GraphQL nutzen, was aber mit REST nicht mehr ganz so viel zu tun hat. Jetzt gibt es vielleicht welche da draußen, die wollen Mr. Map nutzen. Nicht jeder weiß, dass es eine JSON-API gibt oder dass diese REST-Schnittstelle, die wir anbieten, eine JSON-API, dem JSON-API-Standard folgt. Um Schnittstellen zu beschreiben, dafür gibt es den OpenAPI-Standard. Dieser ermöglicht es, RESTful Services bzw. RESTful APIs im Idealfall menschenlesbar zu beschreiben. Das heißt, ich kann mir diese Datei, diese Schemadatei anschauen und werde ziemlich schnell fündig, was diese Schnittstelle alles kann. Ein weiterer Vorteil, wenn man diese OpenAPI-Schematas verwendet, es können damit Clients auf Knopfdruck generiert werden. Für jede passende Programmiersprache, wenn man so will. Aber noch besser ist es ja, wenn ich einfach dynamisch einen OpenAPI-Client habe. Sprich, ich lese dieses Schema und on the fly interagiere ich dann mit dieser API, ohne dass ich einen vorgenerierten Code habe. Das hat einfach den Vorteil, wenn sich das Schema ändert, muss ich nicht den Client-Code austauschen, sondern ich kann dynamisch darauf reagieren. Auch das versuchen wir im Mr. Map-Projekt konsequent umzusetzen. Kommen wir von der Theorie zur Praxis. Schauen wir mal, was unser Schema, OpenAPI-Schema, das Mr. Map dynamisch generiert anhand der definierten Modelle, alles bereitstellt. Hier sehen wir einmal Info, das ist eine allgemeine Information, was für eine Version der Schnittstelle finde ich denn hier vor. Dann gibt es die Components, welche sich untergliedern in Schemas, Parameters und Security Schemes. In Schemas sind die konkreten Modelle, die das Backend bereitstellt, zum Beispiel definiert. Schauen wir mal uns das Modell WebMap Service an, dann sehen wir, was für Attribute oder Relationships werden denn bereitgestellt. Okay, zum Beispiel der Title, Abstract, solche Metadateninformationen, die sind mit einem werden über einen WebMap Service beschrieben. Wir haben Relationships, also Beziehungen von diesem WebMap Service zu anderen Objektarten. Das können sein Keywords, wie man hier sieht, Layers, Lizenzen, die Nutzungsbestimmungen enthalten und so weiter und so fort. Wir sehen hier also, okay, das Schema beschreibt nicht nur die API an sich, sondern auch die Modelle, die im Backend konkret definiert sind. In Paths werden alle Endpunkte gelistet und detailliert beschrieben, die Mr. Map bereitstellt. Bleiben wir mal bei dem Beispiel WebMap Service. Hier gibt es einen Endpunkt WebMap Service, der keine speziellen Objekte bereitstellt, sondern einfach über die Operation HTTP GET eine Liste aller registrierten Dienste bereitstellt. Nun bietet uns das OpenAPI-Schema zum Beispiel Parameters an. Was sind Parameters? Das sind im Grunde genommen die Parameter,
Query-Parameters in der URL, die wir nutzen können. Das heißt, wir könnten diesen Endpunkt API V1 Registry WMS Fragezeichen Filter Abstract Contains ist gleich mit einem konkreten Wert anfragen und nutzen. Dann sind die Responses, also die zurückgegebenen Informationen gelistet. Beim HTTP erfolgreich 200 liefert diese Liste folgende Informationen. Sie liefert ein Array, also eine Liste von dem Typ WebMap Service, was referenziert ist in Component Schemas WebMap Service. Das hatten wir uns eben angeschaut. Wenn ich zum Beispiel einen Dienst registrieren möchte, dann kann ich diesen GET-Endpunkt natürlich nicht nutzen, sondern ich muss einen Post-Endpunkt benutzen. Der ist hier beschrieben. Da ist zum Beispiel der Request-Body, also das, was ich zum Server hinschicken muss, ist hier detailliert beschrieben. Schauen wir uns das mal kurz an. Was muss ich hinschicken? Okay, eine Capabilities-URL. Und was ist das? Collect Metadata Records. Okay, ist vom Typ Boolean. Aha, hier ist eine Beschreibung. Kann ich genau nachlesen, was bedeutet dieser Parameter, wenn ich den auf wahr oder falsch setze. So. Naja, was kann ich jetzt mit dem Schema anfangen? An sich ohne Client nichts. Das heißt, ich brauche irgendeinen Client. Dazu gibt es zum Beispiel die Swagger UI, welche einen dynamischen Client bereitstellt, welcher sich aus einem Open API Schema initialisieren kann. Das machen wir mal jetzt. Wir geben ihm die Adresse, wo er unser Schema zum Mr. Map finden kann. Schauen wir mal, ob er das analysiert bekommt. Ja, sieht gut aus. Er hat das Schema analysiert und verschiedene Gruppierungen festgestellt, die mit dem Schema einher mitkommen. So haben wir wieder hier unseren Listenendpunkt für einen Webmap-Service. Schauen wir uns den mal an. Hier sind verschiedene Eingabeparameter möglich. Das sind im Grunde genommen die Parameters. Wenn wir hier gerade mal einmal zurückwechseln, die wir hier gelistet finden. 15 Stück. Das hier, ich zähle jetzt nicht extra durch, aber das sind genau diese 15 Stück, die wir hier befüllen könnten. Probieren wir einmal den Endpunkt exemplarisch aus, ohne einen Filter. Sehr gut. Wir haben eine erfolgreiche Rückmeldung bekommen mit einer Response, die beinhaltet eine Liste von dem Typ Webmap Service. Nun, was ist denn, wenn ich nach Diensten suchen möchte, die in einem gewissen räumlichen Bereich Informationen bereitstellen? Dann ist das ganz einfach. Wir sehen hier, es gibt Filtermöglichkeiten für die B-Box, also die Bounding-Box, die hängt eigentlich nicht an dem Webmap-Service, sondern an relational verknüpften Objekten vom Typ Layer. Macht aber nichts. In unserer Datenbank können wir das suchen. Probieren wir es mal aus. Wir übergeben jetzt ein GeoJSON, was einen gewissen Rahmen jetzt bereitstellt. Ja, das ist ungefähr irgendwo in Deutschland. Das heißt, wir wollen nur Daten innerhalb von diesem Rahmen haben. Sagen, schick das mal ab. Er lädt. Aha, es kommen nur noch Daten innerhalb von diesem Rahmen zurück. Wunderbar. Das heißt, wir können prima räumlich suchen. Wir könnten auch nach
anderen Informationen suchen, wie der Titel, Abstract und so weiter. Wenn man sich die Response mal anschaut, dann stellt man fest, okay, es gibt hier Attribute im Top-Level-Bereich wie Meter. Dann haben wir hier Links, Data. Jetzt hatte ich eingangs gesagt, da mit dem Beispiel, ob REST als Standard reicht. Mit dem Beispiel der Response der Buildings. Nun, was ist jetzt Data und was ist Links und was ist Meta? Das ist alles in dieser JSON-API-Spezifikation ganz genau beschrieben. Ja, wenn wir uns jetzt hier Daten abholen wollen vom Server, dann ist das hier beschrieben in zum Beispiel Fetch Data. Ja, dann sehen wir, okay, wie können wir denn Daten abholen? Naja, es gibt hier verschiedene Endpunktlösungen, die zu implementieren sind. Es soll diese Response geben und die sehen eigentlich, hier steht es auch, muss entsprechen eines Resource Objects. Gehen wir mal einmal auf Resource Objects. Okay, hier ist beschrieben, wie muss so ein Resource Object denn genau aussehen. Es muss eine ID, einen Typ enthalten und es kann Attribute, Relationships, Links und Meta als nächstes Attribut weiterhin enthalten. Wenn man dann genauer nachsehen will, was sind denn eigentlich Attributes, dann kann man hier wieder auf Attributes Object gehen und dann ist hier wiederum beschrieben, was ist denn ein Attributes Object und so weiter und so fort. Also es ist alles haarklein beschrieben, wie so eine Response grundlegend aussehen muss. Ja, also man kann hier nicht variieren. Was variieren kann, sind halt eben die Attribute, die dann von dem Modell, von dem Typ, den man da abfragt, abhängen. Beziehungsweise Relationships genauso. Ja, also ein Web Feature Service hat zum Beispiel keine Layer, der hat Feature Types als relationales Objekt. Das variiert. Und jetzt erkennt man auch den genauen Vorteil. Der Rahmen, das Grundkonstrukt von diesen Responses, also von diesen JSON-Formaten, der bleibt immer gleich. Es muss immer ein Resource Object in dem Sinne sein. Die eigentlichen Attribute oder Relationships, die modellabhängig sind, die sind dann hier drin gelagert. Genau das ist jetzt der Vorteil, wenn ich einen Client habe, der JSON-API versteht, dann ist er für jedes Projekt gültig und nutzbar, weil eben dieses Grundkonstrukt, also dieser Rahmen der Response, immer gleich bleibt. Dann das ist der Riesenvorteil, warum wir JSON-API als Standardisierung einsetzen. Schauen wir uns jetzt mal weiter an. Jetzt habe ich gezeigt, okay, das Schema lässt sich in der Swagger UI dynamisch hinzufügen und der Swagger Client initialisiert sich. Schauen wir mal auf unseren Mr. Map. Gehen wir auf unsere Staging. Okay, ich aktualisiere nochmals. Jetzt sehen wir hier im Hintergrund, was er alles denn überhaupt lädt. Hier sehen wir es, er lädt auch das Schema als erstes Mal, ja, bevor er überhaupt irgendwas anderes macht. Beziehungsweise, ja, er lädt jetzt erstmal noch hier den Content der Seite, der eigentliche Content der Seite lädt er vor und das nächste, was er lädt, ist das Schema. Das bedeutet, diese Form, die wir jetzt hier sehen, die Login-Form, auch die ist jetzt schon schemabasiert. Gehen wir mal in unser System rein. So, wir sind eingeloggt. Ich mache mal die Debug-Konsole wieder zu. Schauen wir uns doch mal an, wie so ein App was aussieht, eine Liste. Jetzt
Bleiben wir bei dem Beispiel Web Map Service, der List Endpoint. Mache ich nochmal kurz meine Debug-Konsole auf. Also wir sehen jetzt hier eine grafisch aufbereitete Tabelle, die alle registrierten Web Map Services listet. Ich aktualisiere die Tabelle und wir sehen, okay, er fragt genau diesen Endpunkt jetzt ab, den WMS List Endpoint mit weiteren Parametern, die das Paging erlauben. Das heißt, er lädt jetzt erstmal nur 10 pro Request. Was ist jetzt besser als diese Swagger UI? Naja, in der Swagger UI haben wir jetzt einfach nur die blanke JSON Response hier mitgeteilt bekommen. Das ist für den eigentlichen Nutzer jetzt nicht wirklich anschaulich. Hier ist das jetzt anders. Ist die Tabelle entsprechend anhand des Schemas aufgebaut. Was bedeutet das? Gehen wir mal kurz nochmal in das Schema rein. Schauen wir es an, was als Response hier zurückkommt. Und da sehen wir, okay, das ist verlinkt auf den Web Map Service. Das hatten wir schon. Gucken wir mal in die Components. Web Map Service Properties. Aha. Wir haben hier Attributes. Dann gibt es die einzelnen Attributes, die wir hier haben könnten. Schauen wir mal nochmal in die Tabelle. Ja, das sind genau diese Attribute, die er hier listet. Und genauso funktioniert das. Wir analysieren einfach dynamisch das Schema. Welche Properties hat denn das Modell? Und können dann die Tabelle dynamisch initialisieren. Das ist jetzt der fortgeschrittene Client, wenn man den direkten Vergleich zu dem Swagger UI machen möchte. Das ist dann die Weiterentwicklung. Genauso kann man auch analysieren, was hat man denn für Filter und welche Formate bietet denn dieser Filter. Also wenn man jetzt hier einen Geofilter, wie wir das jetzt hier haben, dass man räumlich die Bounding Box einschränken kann, dann könnte es sein, dass zukünftig hier eine Karte auftaucht. Man zeichnet ein Polygon und dieses Polygon wird dann einfach genutzt als Filter. Das wäre dann die nächste Evolutionsstufe für diesen React-Client, den wir jetzt hier gebaut haben. Einen neuen Web Map Service zu registrieren, funktioniert über den Post-Endpunkt. Hier sehen wir auch schon Beispieldaten für einen Request abzusenden. Diese werden aus dem Schema gewonnen. Jetzt trage ich hier meine bekannte Get-Capabilities-URL zu meinem Dienst, den ich registrieren möchte, ein. Über Collect Metadata Records kann ich dem Backend mitteilen, dass es die verbundenen Metadatensätze, die in dieser Capabilities vorkommen, direkt mit herunterlädt. Zusätzlich muss ich hier einen Besitzer mitliefern, dem dieser Dienst zugeteilt wird. Über Service-Authentifizierung kann ich dem Backend mitteilen, dass es für diesen Dienst eine Authentifizierungsvariante benötigt, mit einem Benutzerpasswort etc. Das ist jetzt hier nicht notwendig, da dieser Dienst nicht abgesichert ist. Wir senden den Request los. Erhalten eine Rückmeldung. Statuscode 202. Also unsere Anfrage wurde akzeptiert. 202 deswegen. Sie konnte nicht sofort abgehandelt werden. Das Registrieren von Diensten, je nach Größe des Dienstes, kann einige Sekunden dauern. Daher kriegen wir hier eine Rückmeldung 202 akzeptiert mit der Info, hier ist ein aktuell laufender Prozess im Hintergrund, der abgearbeitet wird. Über diese URL könnte ich dann den Status des Prozesses mir nachträglich wieder einholen.
also Pollen. Das gleiche lässt sich über die Oberfläche machen. Wenn ich hier auf New gehe, öffnet sich der Dialog. Dieser Dialog wird automatisch generiert aus dem Schema. Wir nehmen uns mal einen anderen Dienst, nehmen wir mal hier den 1 zu 50.000 noch. Den wollen wir registrieren. Packen den hier ein. So, ich mache mal absichtlich einen Fehler. Da sehen wir schon, okay, diese URL ist ungültig. Auch das, diese Validierung wird aus dem Schema abgeleitet. Das bedeutet, diese Property ist hier hinterlegt, wenn man das mal sich anschaut. Body und dann Get Capabilities UR, dann wird hier über das Format URI mitgeteilt. Es handelt sich oder es muss sich um eine URI handeln. Somit können wir das hier auch direkt in unserer generierten Form entsprechend einbinden, dass hier eine Validierung stattfindet. Auch hier der Schalter, ob ich Metadatensätze mit herunterladen möchte oder nicht, lässt sich darin ableiten, dass Collect Metadata vom Typ Boolean ist. Bei der Besitzzugehörigkeit, sprich der Owner hier in diesem Fall, bekommen wir ein Autocomplete-Feld. Das bedeutet, wenn wir jetzt hier was suchen, dann sucht dieses Feld wiederum auf dem Backend nach Informationen. Gibt es eine Organisation, die sich zum Beispiel so nennt, wie jetzt gerade eingegeben, dann erscheint sie mir hier. Auch dieses sogenannte Widget lässt sich aus dem Schema ableiten. Sprich, wenn ich eine Relation habe, dann ist hier einmal der Typ genannt der Relation. Das muss sich bei dieser Relation um den Typen Organization handeln. Das heißt, ich kann in diesem Schema jetzt jeder Endpunkt hat eine ID, eine Operation-ID, wie in diesem Fall. Und diese sind auch nach einem gewissen Schema vorgegeben. Das heißt, ich kann hier, wie man jetzt hier sieht, List Webmap Service, so kann ich auch List Organization als Operation-ID in diesem Schema suchen, werde fündig und kann dort dann entsprechend die Organisationen suchen, so wie hier. Wie man jetzt am praktischen Beispiel sieht, anhand des Schemas lässt sich wunderbar so eine Form herleiten mit anschaulichen Widgets, die zu nutzen sind. Dann schicke ich das noch ab. Wir sehen eine erfolgreiche Meldung. Wenn wir die Tabelle einmal aktualisieren, werden wir auch feststellen, dass wir jetzt mehr Dienste haben als vorher. Wir sehen auch hier schon WMS. DTK 50. Das ist der Dienst, den wir gerade registriert haben. Hat also funktioniert. Ja, gut. Also vielen Dank, Jonas. Wir hatten jetzt die Demos von dir. Und bevor ich wieder an Markus oder zurückgebe, sind jetzt ein paar Fragen gekommen. Und Jonas und Markus, ich gebe die einfach mal an euch weiter. Da ist die Frage, wer entwickelt Mr. Map mit und unter welcher Lizenz ist Mr. Map lizenziert? Ja, danke für die Frage. Also Mr. Map ist lizenziert unter der MIT-Lizenz. Aktiv entwickelt wird es derzeit von zwei Entwicklern, dem Markus und mir. Weitere sind herzlich eingeladen. Es ist auch so geplant, dass die Bundesländer Hessen und Saarland da folgen und aufspringen als Entwickler. Ja, also habt ihr da gutes Potenzial. Ein Aufruf an alle, die zuhören und Interesse haben. Macht mit. Da passt auch ganz gut die nächste Frage. Gibt es eine Demo-Version mit einem Demo-Login? Es gibt eine Demo-Version, allerdings müssen wir noch abklären, ob wir den Login freigeben können. Nichtsdestotrotz kann die JSON-API verwendet werden von jedem. Nicht jeder Endpunkt ist abgesichert und nicht jeder Endpunkt benötigt einen Login. Somit kann man damit schon mal
wenn man möchte, rumspielen. Den Link dazu können wir noch gerne verteilen. Na, wenn du den hast, am besten im Chat stellen. Dann noch eine Frage zur Authentifizierung. Welche Methoden zur Authentifizierung unterstützt Mr. Map? Also als Beispiel waren da SAML2, OpenID, LDAP. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen? Als Authentifizierungsmethoden sind derzeit die Session-basierte Authentifizierung von Django implementiert und eine Basic, welche für den Produktiveinsatz jetzt nicht unbedingt geeignet ist. Da wir aber als Backend-Lösung Django verwenden, sind auch die genannten oder die erfragten Methoden grundsätzlich möglich. Die lassen sich sehr einfach über Side-Packages dazu einbinden. Die müssen wir nicht selber entwickeln, sondern da gibt es schon ganz gute Sachen fertig. Okay, super. Ich habe gerade gesehen, im Chat sind auch schon Links dabei. Also da wird schon kräftig gelinkt, wie man zur Demo-Version kommt. Gut, dann gebe ich mal wieder an Markus zurück oder weiter. Vielen Dank, Jonas. Und ja, mach's einfach weiter mit dem Demo. Fragen gerne an den Fragenreiter. Ja, vielen Dank, Jonas und Atina. Genau, also ich würde jetzt hier wieder aufgreifen und uns nochmal ganz kurz verorten, bevor wir uns tatsächlich auch mal ein bisschen was von der restlichen UI eben auch anschauen. Was ja vielleicht auch für den eigentlichen Anwender der Software jetzt natürlich erstmal die primäre Schnittstelle ist, mit der er arbeiten wird. Aber was wir gerade eben gesehen haben, was der Jonas ja sehr ausführlich geschildert hat und sehr gut dargestellt hat, ist, wie die API funktioniert, dass wir da auf JSON-API und OpenAPI basieren, was eine ganze Menge an schema-driven Ansätzen erlaubt. Und wir haben auch so ein klitzekleines bisschen am Rande schon die Ressourcensuche gesehen. Dass man natürlich, klar, so eine Software wie Mr. Map, eine Registry, muss natürlich räumlich und inhaltlich die Suche nach den Ressourcen erlauben. So, jetzt würde ich aber die restliche Zeit nutzen wollen, um nochmal zum Erstellen von Karten als nächstes zu kommen. Das heißt, wir gucken uns kurz den Karteneditor an. Der ist hier oben verortet, ne, bei der Ressourcenerfassung. Und ich habe dazu auch nochmal, ist aber das versprochen, das letzte Videoschnipselchen. Ich werde es aber live kommentieren. Das heißt, es kommt ein Video vom Band, aber ich werde es live kommentieren. Und danach zeige ich euch auch tatsächlich nochmal ein paar Dinge in der Software ganz live. Ja. Das heißt, hier geht's los. Wir erstellen eine Map-Kontext-Ressource. Ja. Und zwar, ich hoffe, das flimmert bei euch jetzt nicht auch so furchtbar. Mir flimmert das etwas. Na, jedenfalls, wir haben uns als thematisches Szenario ausgedacht, dass wir mal die Daten, die wir aus Rheinland-Pfalz haben, beziehungsweise zur Fluthilfe, zur Flutkatastrophe im System, in der GDI zur Verfügung haben, dass wir die mal nutzen und erstellen hier jetzt halt einen Map-Kontext namens Fluthilfe Maischoss. Hier oben sehen da links ein Layer-Tree mit ein paar Symbolen, zu denen ich gleich was sagen werde. Und jetzt erstelle ich da erstmal einen Folder für die Hintergrundkarten, weil wir brauchen natürlich eine Hintergrundkarte für eine Karte. Und gut, das kann natürlich auch ein Streetlib sein, aber muss es nicht. Es gibt tatsächlich die Top-Plus-Hintergrundkarten, die haben es hier ganz schön entwickelt. Die sind ja auch schön nutzbar und sind eben sehr nüchtern, sehr für so eine Thematik eigentlich auch sehr gut geeignet. Das heißt, gleich kommt hier die Top-Plus Open Light Grau hereingeflogen. Also da sehen wir sie. Und jetzt hier mal ganz kurz, was diese Symbole da bedeuten. Also wir haben da dieses Dokumentsymbol, das heißt, wenn das nicht durchgestrichen ist, sind wir mit einem Metadatensatz verknüpft. Haben wir ein Auge, sind wir mit einer Darstellungsebene verknüpft und können eben diese Ebene visualisieren. Selektionsebene gibt es auch noch und die Möglichkeit, den Darstellungsstil auszuwählen. Jetzt füge ich hier mal noch ein paar weitere Daten ein, eben, also hier auch mit der Suchfunktionalität von Mr. Map. Und suche hier noch Daten zur Sonderbefliegung, die durchgeführt wurde ja, im letzten Jahr, wo man tatsächlich ein bisschen auch wo man sehr gut das Ausmaß sehen kann, dass
dass hier das, die Wassermassen gefordert haben. Ja. Als nächstes binde ich hier noch die eigentlichen Überschwemmungsgebiete ein, also die gesetzlichen. Und so kann man halt, im Prinzip ist halt der Ansatz, also der Anspruch ist, dass wir eben eine UI schaffen, die gut bedienbar ist, die modern ist, ja, die es eben auch ermöglicht, solche Karten mit einer gewissen Leichtigkeit und ja, und schnell zu erstellen. Das ist das, wo wir hinwollen. Da sind wir noch nicht ganz, aber dadurch, dass wir jetzt React im Einsatz haben und eben auch kein Backend-Rendering mehr, kein reines Django-Backend-Rendering mehr einsetzen können und die API zur Verfügung haben, können wir dann natürlich jetzt alle Möglichkeiten im Client realisieren. Also das, was wir jetzt hier sehen, sind die Überschwemmungsgebiete und noch die Gebäudeklassifikationen. Das heißt, man sieht jetzt hier tatsächlich auch aus der GDI genommen die Daten zu den Gebäuden, die ja, gegebenenfalls abgerissen werden müssen oder sehr stark oder beschädigt sind. Ja, das war die Darstellung, das eigentliche Erstellen der Karte. Jetzt wechsle ich nochmal in den Karteneditor live rein. Also hier ist der jetzt halt. Ich bin jetzt hier tatsächlich auf meinem, in dem Fall bin ich auf meinem Development-System. Guck mal, ob ich noch eingeloggt bin. Bin ich, jetzt habe ich mich tatsächlich ausgeloggt. Und wir sehen halt hier auch mal hier im Menü links hier, da sehen wir halt auch eben so ein bisschen das, was wir in dem Diagramm gesehen haben, die verschiedenen Arten von Ressourcen in der Registry. Also hier die Kartenkontexte und hier den Fluthilfe MyShots-Kartenkontext. Ich könnte den Editor jetzt natürlich wieder aufmachen. Das sieht dann halt genauso aus, wie wir es vorhin in der Demo gesehen haben und könnte jetzt halt weiterarbeiten an der ganzen Sache. Aber auf eine Sache möchte ich hier noch hinaus. Der Jonas hat das vorhin so charmant am Rand fallen gelassen, nämlich, dass wir ja auch einen Standard dabei unterstützen, der nicht ganz unrelevant ist oder vielleicht mal, der vielleicht mal relevanter wird. Denn Karten, die wir anbieten, sollten ja, Entschuldigung, dass das jetzt nicht Vollbild ist. Na, warum geht das jetzt nicht? Ah, deshalb geht das nicht. So, genau. Genau, also das heißt, wir haben hier zwei OGC-Standards, die noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden, nämlich des OWS-Kontext, den OWS-Kontext-Standard, der so um das Jahr 2013 datiert, in seiner GeoJSON, in seinem GeoJSON-Encoding. Das heißt, wir möchten natürlich, dass diese Karten, die man jetzt hier erstellen kann, die erstellen wir ja nicht aus Spaß an der Freude, sondern die sollen ja irgendwo eingebunden werden, die sollen in QGIS vielleicht übernommen werden können oder irgendwo in einem Kartenviewer geladen werden. Und deshalb kann man diese, hier frage ich jetzt halt mal den GeoJSON Endpoint für diesen Kartenkontext an. Ja, und man sieht halt, ja, das ist jetzt halt ein Dokument, in dem meine Karte und ihre Ordnerstruktur eben sich widerspiegelt, die ich vorhin erstellt habe. Und ja, die diesem offiziellen, die dieser Codierung genügt. Ne? Das wäre es, was ich zum Kartenkontext zum jetzigen Zeitpunkt berichten kann. Da ist noch sind noch einige Dinge zu tun, aber es ist eine Komponente, die sich gerade ganz gut entwickelt und von der wir hoffen, dass sie eine gute User Experience ermöglichen wird. Dann würde ich jetzt zum letzten Teil kommen. Das heißt, der Absicherung von Ressourcen. Also, Mr. Map ist eben auch ein Ressourcenproxy. Und hier zeige ich euch mal gerade, was das heißt, ich kann eben auf WMS zum Beispiel zugreifen, indem ich über Mr. Map meine Requests stelle. Und das ermöglicht mir zum Beispiel eine Zugriffskontrolle durchzuführen. Und ich zeige euch das mal an einem Beispiel in QGIS. Ich habe jetzt hier den eingebunden. Mal sehen, im Moment habe ich den jetzt gerade. Ist der schon abgesichert? Ach, der ist schon abgesichert. Jetzt muss ich den erstmal entsichern. Das heißt, ich gehe in die Testinstanz, die ich jetzt hier gerade eingebunden habe, in QGIS.
und schaue mir mal den Webmap-Service an, den ich da habe. Das ist der mit den Überfliegungen. Das heißt die Sonderbefliegung. Hier ist er. Hier kann ich in dieser, über dieses Schloss-Symbol kann ich halt die Zugriffsregeln einstellen. Hier sehe ich erstmal links von dem WMS den Layer Tree. Und hier ist tatsächlich halt schon eine Regel eingestellt, die den Zugriff einschränkt auf ein gewisses Polygon. Ich lösche das nochmal. Ja, also wenn ich das jetzt in dieser Form speichere, dann sollte der Zugriff wieder vollständig möglich sein. Hat eine etwas komische Form, aber das ist in der Natur der Daten gegeben. Ich kann jetzt aber auch eben sage ich mal so, ich kann jetzt halt einstellen, auf der linken Seite stelle ich ein, welche Layer ich meine Regel betreffen soll, die ich hier gerade editiere. Ich kann sagen, für welche Benutzergruppen das Ganze gelten soll, welche Operationen des Services betroffen sind und was die Region ist, die ich hier absichern möchte. Und in dem Fall habe ich jetzt hier halt so die üblichen Zeichenwerkzeuge. Ich könnte jetzt hier halt ja, im einfachsten Fall ziehe ich hier zum Beispiel um MyShos mal so eine Bounding Box auf, speichere das. Und dann sollte, wenn ich im QGIS neu lade, eben die WMS-Antwort maskiert worden sein. Das ist auch der Fall. Ne? Ich habe jetzt hier so ein paar Dinge, die noch ein bisschen fancier sind. Ich kann dann zum Beispiel hier auch GeoJSON importieren. Also ich habe hier mir mal aus der GDI irgendwo den Umriss von MyShos besorgt und kann den eben jetzt hier auch speichern und eine entsprechende Begrenzung anlegen. Und wenn ich das jetzt mache, dann wird mir der Zugriff wird mir eben von dieser Ebene die Region MyShos sauber ausgeschnitten. Ja, also was man vielleicht noch sehen kann, ist, wir geben uns hier einige Mühe, ein modernes, nutzbares Design hinzukriegen, eine User Experience, die man eben auch benutzen möchte. Es ist nicht gar nicht ganz so gar nicht so einfach, muss man sagen, aber wir haben jetzt hier in verschiedenen Projekten uns umgeschaut, wie man da eben auch damit umgehen kann, dass man eine schön große Kartenfläche hat, trotzdem Dinge, die man braucht, eben im Zugriff hat. Da haben wir uns jetzt hier halt für diese Drawer bzw. Slider entschieden. Und die Software wird sich sicherlich aber auch optisch noch ein bisschen weiter verändern in den nächsten Monaten. Das wäre es. Wir haben also jetzt hier zuletzt nochmal die Zugriffskontrollmöglichkeit im Ressourcenproxying gesehen. Und an der Stelle würde ich jetzt zurückgeben an Atina und mal hören, was da so aufgelaufen ist. Ja, vielen Dank, Markus. Ich schaue gerade mal. Also es sind keine weiteren Fragen reingekommen, aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Also wir haben ja Markus und Jonas hier. Ich würde jetzt allen empfehlen, nutzt die Möglichkeit, jetzt vielleicht direkt Fragen zu stellen. Wir können jetzt entweder in den Fragereiter oder in Chat. Jetzt muss ich mal ganz kurz fragen. Ihr hattet erwähnt und ich weiß es auch. Letztes Jahr gab es zu Mr. Map schon einen Vortrag und die Jahre davor auch. Seit wann gibt es denn Mr. Map? Wann, wie, ja, seit wann kann man ansagen, seit wann gibt es die Entwicklung zu Mr. Map? Also entwickelt wird es, der Start war, glaube ich, 2019, mit dem Ziel, die Geoportal-Backends der Länder Rheinland-Pfalz, Saarland und Hessen abzulösen. Und ja, seitdem wird entwickelt. Es gab da mehrere Iterationen von Re-Engineering-Prozessen, wie man jetzt auch sieht, von Django-basiertem Backend-Rendering zu Client-basiertem Rendering mittels React-Framework. Das kostet natürlich Zeit, aber letzten Endes sind wir jetzt an einem Punkt angelangt, bei dem die Softwarearchitektur sehr gut ist und konsistent bleiben kann. Ja, sehr gut. Und für Leute, die vielleicht etwas später reingekommen sind, also wer Interesse hat,
an Mr. Map mitzuentwickeln, ist natürlich herzlich eingeladen. Und gut, es kommen jetzt keine weiteren Fragen mehr rein. Jonas, Markus, wollt ihr noch abschließend etwas sagen? Was ich gerne noch sagen würde, ist, ja, wir würden uns einfach freuen, oder ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr nochmal in den nächsten Monaten einfach mal die Entwicklung euch anschaut, weil ich denke, wir sind jetzt gerade in einer Phase, in der die Geschwindigkeit auch deutlich zugenommen hat, zunehmen wird. Ja, und wir mussten halt sehr, sehr viel architektonische Dinge machen in den letzten Monaten, aber sind jetzt eben auch an der Stelle, dass wir die Früchte dieser ganzen Arbeiten, wie insbesondere des Schema-Driven-Ansatzes, den Jonas vorgestellt hat, dass wir die jetzt halt tatsächlich ernten können. Und gut, und wir sind auch tatsächlich mit den Frameworks insgesamt, mit den neuen Frameworks wie React und React Geo, sind wir jetzt auch einfach fitter geworden. Aber ja, wir sind gespannt und freuen uns auf Nutzer in den nächsten Monaten. Gut, ja, dann herzlichen Dank nochmal und Applaus hier ein bisschen klicken an Jonas und Markus. Und ja, sorry, an Jonas und Markus. Und genau, wir sind jetzt an der Ende der Session. Ich würde alle Leute einladen, geht in die Netzwerkwelt, geht in die Expo, schaut euch die Ausstellerstände an. Und Markus und Jonas sind vielleicht auch noch unterwegs. Das heißt, wenn noch mal Fragen sind, können die da gestellt werden. Herzlichen Dank, noch viel Spaß auf der Vosges und einen schönen Nachmittag.